Web 4.0, das Internet der Dinge, Big Data, Smart Cities. Auch wenn es die wenigsten wirklich erklären können, alle machen mit. Denn die Welt wird digital, da sind sich alle einig. Und Gelsenkirchen ist dabei. Manchmal sogar einen Schritt voraus. Die Einweihung einer Versuchsanlage mit, naja, intelligenten Straßenlaternen vor einer Woche ist nur ein winziger Ausschnitt dessen, was sich derzeit in der Stadt tut. Mehr als 93% aller Gelsenkirchener haben einen Internetzugang mit über 50 Mbit pro Sekunde, ein Spitzenwert im Ruhrgebiet. Alle Gelsenkirchener Gewerbegebiete, mehr als 800 Unternehmen sind an das Glasfasernetz angebunden. An gut der Hälfte der Gelsenkirchener Schulen gehören moderne, interaktive Whiteboards, eine Art Computertafel, inzwischen zur Grundausstattung. Und natürlich sind alle 86 Schulen der Stadt online, seit 2017 sogar mit Gigabit-Geschwindigkeit. 123 Gelsenkirchener Kitas werden folgen. Bereits am Start ist Free Wi-Fi Gelsenkirchen. Beide Innenstädte wurden im vergangenen Jahr zu großen freien WLAN-Zonen ausgebaut. Keine Frage, Gelsenkirchen ist always on. Doch wozu ist die schöne neue Online-Welt gut? Für praktische Apps wie Gemelde zum Beispiel, der direkte Draht zur Stadtverwaltung. Gedacht für alle, die etwas zu meckern oder gute Vorschläge haben. Im Laufe des Jahres soll es sogar noch besser kommen. GovBot soll die Kommunikation mit der Stadt verbessern, eine Art WhatsApp-Gruppe von Bürgern und Verwaltung. Die Zoom-Erlebniswelt kann man neuerdings auch digital erkunden. Computergestützte Edutainment-Angebote ergänzen die klassische Tierschau. Die Gelsenkirchener Krankenhäuser profitieren von einer ausfallsicheren Breitbandanbindung per Glasfaser. Und dann gibt es da noch Open Data. Die Stadt macht nach und nach sämtliche Datenbestände öffentlich. Spannend für App-Entwickler und alle, die eine gute Geschäftsidee haben. Der Lohn der Mühen? Gelsenkirchen wird digitale Modellkommune des Landes NRW. Hier werden in den nächsten Jahren die Schlüsseltechnologien für die Smart City der Zukunft erprobt. Fazit: An der technischen Ausstattung wird es nicht scheitern. Entscheidend wird sein, dass sich Gelsenkirchen in der schönen neuen Online-Welt nicht verdaddelt.